So, liebe Laderfreunde, heute kann ich endlich das hier weitermachen. Wahrscheinlich kennen alle das Problem. Hier ist ein Wasserablauf, auf der anderen Seite auch. Nur ist er natürlich hier ein bisschen kurz geraten. Meine Idee, den jetzt verlängern, vielleicht irgendwo hier, später dann da unten, dass das Wasser besser abfließt. Die Frage ist dann immer, welchen Schlauchverbinder braucht man und welchen Schlauch? Kann ich euch sagen, weil ich habe mir jetzt extra ein Schlauchverbinder-Sortiment gekauft. Und die Sorte, die wir brauchen, das ist die kleinste, und zwar 3,17. So sehen die aus. Einen habt ihr gerade schon gesehen im Schlauch. Und dann dazu hier Schlauch aus dem Baumarkt, aus der Gartenabteilung, 4 mm. Der passt dann hier entsprechend rein. Und dann werden wir das einfach jetzt mal ein bisschen verlängern. Befestigen tue ich das hier mit einem guten Gaffertape. Das ist erstmal so der Plan. Gucken wir, ob das klappt. So, ich habe mich jetzt dazu entschieden, einfach hier mit dem Wischwasser, mit der Wischwasserleitung mitzugehen. Da sind nämlich dann schon so Befestigungspunkte, wo wir hier einfach eins noch dazulegen können. So. Und da unten auch. Da ist auf jeden Fall noch Platz für so einen 4 mm Schlauch. Ja, den überspringen wir mal, sonst wird es vielleicht zu eng. Hier ist ein bisschen mehr Platz wieder. So. Und dann nur noch hier durchziehen. So, wenn man jetzt schaut, da unten ist eine Aussparung. Da könnte ich zum Beispiel hier am Kabel dann festmachen mit einem Kabelbinder und dann da unten drunter. Das machen wir jetzt mal so und dann schneide ich das genau passend ab, dass das genau da liegt und nach unten tropft. Und, ist das gut? Ja. So. Zack. Damit das hier nicht auseinander geht, mache ich da noch ein bisschen Gaffertape drauf. Schrumpfschlauch kann man natürlich auch nehmen. So. Dann legen wir das hier hin und das sollte eigentlich dafür sorgen, dass hier in diesem Bereich, nicht mehr so viel Wasser liegt. Gucken wir mal. Jetzt habe ich noch ein bisschen übrig, dann machen wir die andere Seite. Und hier kann man das auch sehen, hier sind Wassertropfen, die sind wahrscheinlich hier vom Schlauch und dann bleibt das hier liegen, wenn das Auto steht. Das ist blöd. Ja. Dann läuft das hier noch weiter in diesen Schacht zwischen Batterie und Außenwand hier von der Karosserie. Aber es wäre schöner, wenn das hier irgendwie runterlaufen würde. Ne? Dann hier. Zusammen. So, der zweite ist auch verlegt. Wir haben jetzt hier an der Batterie vorbei unter dem Luftfilterkasten. Dann hier einmal befestigt mit Kabelbinder und dann unter dem Kühlerschlauch direkt nach unten und da schneide ich es gleich noch ab. Ich mache jetzt hier auch noch mal ein bisschen Gaffertape dran. So, das ist das Beste. Ja, und dann müssen wir ein paar Wochen mal gucken, ob wir hier immer noch öfter halt Wasser haben oder nicht. Ich hoffe, das hilft dem ein bisschen, dass das weiter abläuft. Es kann natürlich auch sein, dass durch jetzt diesen längeren Schlauch das Wasser irgendwie staut oder so. Das muss man ein bisschen beobachten. Aber ich habe eigentlich so in den Gruppen mal gefragt und einige haben das halt ähnlich gelöst. Gucken wir, ob es funktioniert. Ja, ich bin gespannt.